Kaiserslautern gegen Dortmund, präsentiert von ARD und Krombacher. Guten Abend, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie zu ARD Sport Extra vom höchsten Fußballberg Deutschlands, dem Betzenberg in Kaiserslautern. Hier im Fritz-Walter-Stadion treffen wir im letzten Spiel der zweiten DFB-Pokal-Hauptrunde der 1. FC Kaiserslautern und Borussia Dortmund aufeinander, um den 8. Erstligisten zu ermitteln, der in die Runde der nächsten 16 kommt. Wir werden diese Runde dann auslosen nach der Begegnung, und der Namenspatron dieses Stadions hier, der Ehrenspielführer der deutschen Fußballnationalmannschaft, Fritz Walter, wird heute die Glücksfee sein. Und neben mir habe ich noch einen Lauterer stehen, im wahrsten Sinne des Wortes, der Schirmherr dieser Veranstaltung. Stefan, zu mehr bist du heute nicht nütze, wenn ich das so böse sagen darf. Du lachst aber auch schon wieder. Wie steht es um die Verletzung? Ja, mir bleibt ja nichts anderes übrig. Es ist eine Verletzung, die 6 Wochen dauern wird. Ein Adduktorenmuskel ist abgerissen, ein zweiter zum Dreiviertel abgerissen. Und es wird wahrscheinlich so, wie gesagt, 6 Wochen dauern. Und ich bin natürlich mit dem Blut im Herzen hier, aber man muss ja den Scheinwaren ein bisschen lächeln, wie wenn man optimistisch wäre. Aber im Herzen sieht es schon ein bisschen anders aus. Es wird nicht operiert, das ist die entscheidende Frage. Nee, das wird konservativ behandelt, genau. So, du warst noch mal in der Mannschaft jetzt drin bei den Kameraden. Wie ist die Stimmung bei der Truppe? Ja, die sind angespannt, heiß. Wir wollen uns gerne revanchieren für das verlorene Bundesligaspiel. Und sie haben mir versprochen, dass ich noch zum Pokaleinsatz komme. Das erste Mal nach 12 Auswärtsspielen im Pokal ein Heimspiel. Vielleicht ist doch auch ein gutes Zeichen. Wir drücken alle die Daumen, dass es ein gutes Spiel von beiden Seiten wird. Genau. Danke, Stefan, für den Schirm erstmal. Und liebe Zuschauer, Ihr Kommentator in den nächsten 90 Minuten. Es können aber auch mehr werden, ist Wilfried Mohren. Willkommen, liebe Zuschauer, auch von meiner Seite aus auf dem Betze, der schon seit 1,5 Stunden bebt. Pokal, Polka soll also getanzt werden. Und ich kann nur sagen, machen Sie es sich bequem. Ich denke, die Post geht hier sehr, sehr schnell ab und wir erleben ein farbenfrohes Pokalspiel. Und quasi zum Aperitif wollen wir, wie das gut gepflegte Übung ist, Ihnen mal die Mannschaftsausstellungen ins Wohnzimmer bringen. Zunächst natürlich die der Gäste. Die spielen, wen würde es wundern, mit Klos im Tor. Reinhardt hat die Nummer 2. Bodo Schmidt die 3. Er wird wohl gegen Kuka spielen. Mit der 4 Steffen Freund, überraschend etwas, denn Wolfgang Fronk war erwartet worden. Julio César trägt die 5. 6 Matthias Sammer, Libero, das war ja in Dortmund ein Thema. 7 Stefan Reuter auf der rechten Seite. Mit der 8 Michael Zorc, der Kapitän. Mit der 9 Chapuisat, der Schweizer. Mit der 10 Andi Möller. Und mit der 11 nicht etwa Karl-Heinz Riedle, sondern Flemming Paulsen, Danish Dynamite. Das ist der Trainer Ottmar Hitzfeld. Bei Kaiserslautern, wen würde es wundern, Gerald Ehrmann im Tor. Mit der 2 Thomas Hengen, rechtes Mittelfeld. 3 Axel Roos, er trifft auf Chapuisat. 4 Wolfgang Funkel, er wird es mit Paulsen zu tun haben. Mit der 5 der Libero vor der Abwehr, Miroslav Kadlec. Mit der 6 der Kapitän, der Erblasser in der Nationalmannschaft auf der linken Seite. Das ist sein Erbe, Wagner mit der 7. 8 Dirk Anders aus Leipzig gekommen. Mit der 9 Pavel Kuka, der Mann aus Prag. Mit der 10 Ciriaco Sforza, der versprochen hat, heute mit Kopf und Fuß zu spielen. Und mit der 11 Olaf Marschall aus Dresden gekommen. Das ist Friedel Rausch, der Trainer, ein weitgereister Mann. Und in diesem Augenblick hat Herr Albrecht aus Kaufbeuren die Partie freigegeben. Er leitet also diese Begegnung, die mit so vielen Vorschusslorbeeren bedacht worden ist und in der natürlich auch Dynamit sitzt. Das Wetter nicht ideal. Es hat vor etwa einer Viertelstunde begonnen zu regnen. Deswegen der Regenschirm bei meinem Kollegen Waldemar Hartmann eben im Gespräch mit Stefan Kunz. Das Wetter am Trier hatte dies vorausgesagt. Da haben wir den Schiedsrichter Hermann Albrecht. Ansonsten gute Bedingungen. 8 bis 9 Grad ist es noch warm. Der Boden natürlich glitschig, aber sonst in guter Verfassung. Das Stadion übrigens nicht ganz voll. Möglicherweise ausverkauft, aber nicht ganz voll. Etwa 37.000 Zuschauer sind da. Einige Plätze dort drüben auf der
von den Borussen besiedelten Tribüne, von den Fans besiedelten Tribüne sind frei geblieben. Das gibt Einwurf für Borussia Dortmund, für Knut Reinhardt. Und der erste Freistoß in diesem Spiel. Foulspiel von Wolfgang Funkel gegen Flemming Paulsen. Andi Möller. Oh, der war nicht ungefährlich. Und da haben wir die lautere Bank. Links der Trainer. Prächtige Stimmung. Und die Ersatzspieler. Marco Haber, der ja weg will. Lusch, der frühere Dortmunder. Ritter, der sich wieder herangearbeitet hat nach seiner Verletzung. Hamann, der vielleicht eine Alternative wäre, noch in diesem Spiel. Und Reinke aus St. Pauli gekommen, der Ersatzmann. Aber das wird Gary Ehrmann nicht zulassen, wenn nichts Schlimmes passiert. Das wollen wir nicht wünschen. Ball war schon im Aus. Andi Brehme, der mit einer leichten Grippe in dieses Spiel ging oder geht. Heute Morgen mit ihm gesprochen. Lautere haben wie Dortmund noch ein knappes Stündchen trainiert. Ein bisschen 5 gegen 2 gespielt. Aber beide Mannschaften bester Dinge. Stefan Kloß, einer der wenigen echten Dortmunder im Team der Borussia. Pärchen haben sich gefunden. Lautern also nicht mit der K&K-Sturmmonarchie heute, sondern mit dem Marshallplan. Andi Brehme. Dirk Anders. Mit Hängen auf der rechten Seite wird er spielen. Kuka. Und die erste Chance. Dirk Anders. War heute Morgen bei dieser eben angesprochenen Lockerungsübung der Einzige, der mit kurzer Hose auf dem Trainingsplatz stand. Hatte keine Sorge, dass er sich da noch eine Zerrung holen würde. Kurioserweise war er ja auch bei Borussia Dortmund im Gespräch. Aber dann hat sie ihn hier in die Pfalz verschlagen und er fühlt sich wohl. Genau wie Olaf Marschall, dem ich gestern auch eine Tasse Kaffee trinken konnte. Da ist er. Kommt nicht ganz ran. Sammer hat aufgepasst, die beiden Dresdner, die ehemaligen hier gegeneinander. Steffen Freund, der hier nicht gerade zimperlich zur Sache geht. Ah, Bodo Schmidt. Bodo Schmidt war es gegen Martin Wagner. Da haben wir den Ostfriesen im Dortmunder Team. Der Freistoß. Brehme. Lauterer versuchen, wie das gute Sitte hier am Betzenberg ist, gleich das Spiel an sich zu ziehen. Hängen. Cutler jetzt ganz weit mit vorne. Und Vorsicht da, Axel Roos. Ballverlust. Schapüser. Links geht Möller. Und Knut Reinhardt ist noch da. Die Zuschauer pfeifen, weil Axel Roos in der Dortmunder Hälfte, hier haben wir ihn, am Boden liegt. Er hat sich da gerade wohl offenbar am Knie verletzt. Das wäre bitter, wenn er nicht weitermachen dürfte. Denn es gibt, da haben wir die Situation nochmal, im lauterer Spiel im Augenblick eine Schwäche. Und das ist das Defensivverhalten einiger Mittelfeldspieler.
Und auf Roos und auf Funkel kommt da eine ganze Menge zu. Keine Absicht im Spiel. Trotzdem muss der Axel erstmal behandelt werden an der Seitenlinie. Es geht aber weiter. Erster Eckball für Borussia Dortmund. Andi Möller. Der Knut. Gefährlich. Da fehlte wirklich nicht viel. Knut Reinhardt. Oleg, wie sie ihn nennen. Nach seinem Vorbild Oleg Blochin. Früher war der Knut Reinhardt ja auch mal Stürmer und eiferte dem ehemaligen Fußballer Europas Oleg Blochin von Dynamo Kiew nach. Lauterns Trainer hat das mit Besorgnis gesehen und er will sich natürlich auch darüber informieren, wie geht es Axel Roos, der wieder auf dem Platz ist. Spiel von Sforza gegen Möller, die beiden Zehner, die Spielgestalter. Eine Position hat er überlegt, der Ottmar Hitzfeld, den Tag über noch. Bringt er Frank oder bringt er Freund? Er hat sich für Freund entschieden, wahrscheinlich auf Anraten seines Kapitäns Michael Zorc, denn der sieht den lieber in der Mannschaft, im Augenblick jedenfalls, so hat er gesagt. Kleinspielerei hier an der linken Seite. Große Stärke der Pfälzer ist ja, gleich die große Welle zu machen zu Beginn. Einer der Spieler sagte mir heute auf dem Trainingsplatz, wenn mal doch nur die Gegner erkennen würden, wenn sie uns unter Druck setzen würden, wie wir das mit denen machen. Dann ging es uns wahrscheinlich ein bisschen schlechter am Betzenberg daheim. Stuttgart hat das zuletzt mit zwar mäßigem, aber doch mit einigem Erfolg hier praktiziert. Reuter. Und Sforza. Kuka. Roos. Thomas Hengen. Er wird übermorgen 20. Marschall. Noch viel Aufregung im Spiel auf beiden Seiten. Und das ist abseits von Stéphane Chapuisat. Kuka im Laufe der letzten Saison zu den Lauterern gestoßen und in 10 Spielen hat er 8 Tore dann noch erzielt. Kam aus Prag. Bodo Schmidt wird nicht von seiner Seite weichen. Gut gespielt. Der Ball war ihm aus. Das musste er sehen, denn er stand direkt daneben. Und hier sehen wir es auch deutlich. Schöne Zeitlupeneinstellung. Die beiden Pokalsieger der Jahre 89 und 90 also gegeneinander. Und Waldemar Hartmann hat es eben angesprochen, nachdem schon so viele Bundesligisten raus sind nach der ersten Runde. Unter anderem Mannschaften wie Werder Bremen und Bayern München. Hat der Sieger dieses Spiels heute Abend hier natürlich sehr gute Chancen sogar,
sehr weit in diesem Wettbewerb vorzukommen. Wolfgang Funke. Ganz enge Manndeckung. In diesem Falle von César gegen Kuka. Nicht gegen Marschall. Da wird gearbeitet mit allem, was legal und bisweilen auch nicht rechtens ist. Dortmunder Anhängerschaft, etwa 2.000, 3.000 dürften aus Westfalen mitgekommen sein. Ciriakos Forza wird diese Ecke gleich reinbringen. Hier sehen wir die Aktion von vorhin noch einmal. Ah, da klammert der Julio César. Andi Brehme. 86 Länderspiele. Der Weltmeister von 1990. Wieder zurückgekehrt an alte Wirkungsstätte. Und er tut diesem Verein gut. Die Spieler, die Mitspieler sprechen gut über ihn. Spiel läuft weiter. Hier sehen wir die Aktion nochmal von Knut Reinhardt. Ja, mit gestrecktem Fuß kommt er da rein. Das hätte man durchaus auch pfeifen müssen. Gary Ehrmann. Seit Klaus Reitmeier den Verein verlassen hat, ist er wieder ein wenig ruhiger geworden. Anders setzt nach und wird gehalten von hinten. Von Steffen Freund. Wenn ich aus dem Bodo Schmidt eben einen Ostfriesen gemacht habe, dann sehen Sie mir das bitte nach. Er ist ein Nordfriese. Aber trotzdem ein guter Fußballer. Das ist ein gemeinsamer Nenner, auf den wir uns einigen können. Kuka. Gleich eine Viertelstunde gespielt. Noch keine echte Torszene. Sieht man einmal von dem Schuss von Knut Reinhardt ab. Aber ein durchaus munteres Spiel. Chapuisat, der ist zu lang. Aber gut gesehen von Möller. Ja, die Geschichte kennen Sie. Und es sieht wohl auch so aus, als wenn Julio César bleibt. Das zumindest ist aus Dortmunder Vorstandskreisen zu hören. Möller versucht, die Bälle an sich zu ziehen. Klares Foulspiel gegen Stefan Reuter.
macht ihn Wagner, der Übeltäter. Der ja auch wieder um Anschluss ringt. Nach seiner Verletzung. Und der Freistoß durch den Libero höchstpersönlich. Schauen Sie mal, was die Lauterer für Pressing hier spielen. Immer wieder Möller, der die Bälle sucht, fordert. Wenn er über die Mittellinie geht, schon ein, zweimal gesehen, löst sich plötzlich Cutlets aus dem hinteren Verband als eine Art Spezialbewacher für Müller. Foulspiel abseits der Kameras offenbar gegen Sforza. Und das kann Müller gewesen sein. Oh, als wenn nicht schon genug Halali in diesem Spiel drin wäre. Debatten, Diskussionen, ich bin sicher, die Hälfte der Spieler hat nicht gesehen, was sich da getan hat. Da hat er einen Stoß bekommen, wir schauen das nochmal an. Hier, mit dem Ellbogen in den Magen oder gegen die Brust von Möller. Sicher nicht die feine Art. Jetzt ist er natürlich der Buhmann hier. Vielleicht, vermutlich für den Rest des Spiels. Böse Pfiffe gegen Möller. Nochmal die Situation. Na, vielleicht sah es auch ein bisschen schlimmer aus, als es in Wirklichkeit war. Aber ich meine, er hätte den Ellbogen schon benutzt. Und draußen gibt es auch Handgreiflichkeiten zwischen Friedel Rausch, der heute Nachmittag noch so guter Dinge war, und den Kollegen auf der anderen Seite, Ottmar Hitzfeld, den er jetzt beschwört. Eben schon Michael Henke, der Co-Trainer der Dortmunder, bei Friedel Rausch. Der lässt sich überhaupt nicht beschwichtigen. Und da kommen wieder die alten Geschichten hoch. Vielleicht haben Sie es noch in Erinnerung, vor 3 Wochen haben beide in der Meisterschaft gegeneinander gespielt. Es kam aus Dortmunder Richtung der Vorwurf an die Adresse des 1. FC Kaiserslautern, das sei doch eine Kloppertruppe. Oh, das sind böse Gesten hier von Ottmar Hitzfeld. Und das hat man hier in der Pfalz nicht verwunden. Dazu noch der fragwürdige Elfmeter von Riedle verursacht. Und da fühlte man sich um einen Punkt mindestens im Westfalenstadion betrogen. Sie wissen, dass der 1. FC Kaiserslautern bislang in dieser noch jungen Saison erst ein Spiel verloren hat. Eben jenes in Dortmund. Matthias Hamann auch sehr erregt. Was wird aus Ciriaco Sforza? Hoffentlich kommt er nochmal zurück. Wird nichts mehr. Matthias Hamann kommt. Matthias Hamann, da ist er. Eingewechselt. Oh weh, oh weh. Jetzt ist hier Gift und Galle drin in dem Spiel. Hoffentlich bewahren sie die Ruhe. Als hätte der nicht genug Ärger, der Sforza, der Schweizer Nationalspieler. Sie wissen, da steht noch die Berufungsverhandlung aus wegen dieser Geschichte mit der Hand. Und er hätte es ganz gerne dem Ottmar Hitzfeld heute hier gezeigt, denn ich weiß nicht, ob Sie die Geschichte kennen, der Sforza hat mal bei Grasshoppers Zürich in der Schweiz gespielt, da war Ottmar Hitzfeld doch Trainer
und der wollte den Mittelfeldspieler zum Außenverteidiger umfunktionieren. Und da haben die beide sich ganz schön in die Wolle bekommen. Es gab Krach. Sforza verließ den Verein, ging zum FC Aarau. Und als Hitzfeld weg war, kam er wieder zum Grasshopper Club zurück. Hängen beim Freistoß. Stadionsprecher ermahnt die Zuschauer, fair zu bleiben. Aber die Kiste brodelt jetzt natürlich. Albrecht lässt weiterlaufen. Schweres Amt jetzt für ihn. Und von Ciriakos Sforza hören wir, dass er eine Prellung hat, eine Brustprellung hat und keine Luft mehr bekam. Auf dem Weg ins Krankenhaus und er muss geröntgt werden. Steffen Freund hier gegen Wagner noch schön zu sehen. Das heißt, die Zeitlupe war schön, die Aktion weniger. Lauter Nickeligkeiten jetzt im Spiel. Da sehen wir es nochmal. Ja, er wird sich da noch zu äußern, nehme ich an, Friedel Rausch. Vor allen Dingen, wenn es dann am Ende hier in die Hose gehen sollte. Sprich, der FCK dieses Spiel verliert. Sforza natürlich ein Schlüsselspieler. Aber jetzt natürlich auch die Bewährungschance für den jungen Hamann. Kadlec. Wagner steht wieder, geht weiter. Bremen. Und der neue Mann Hamann. Nicht spruchreif, es kommt da von den Tribünen runter an die Adresse von Andreas Möller. Sehr um den Rasen bemüht, Andreas Brehme. Anders. Keine Tricksereien da hinten, das ist gefährlich. Wagner, Hamann, der durchgelaufen ist. Marschall hatte bislang noch keine Chance, an den Ball zu kommen. Wird gut markiert. Möller wird gleich wieder gepfiffen. Paulsen, der sehr unauffällig bisher spielt, aber jetzt wieder zu einem seiner mächtigen Sportsansätze. Schapisa verdribbelt, kein Foul im Spiel.
Gissen, der am Ball ist. Das scheint ihn auch nervös zu machen. Fehlpass von Möller. Kuka. Ganz rechts draußen ist Thomas Hengen frei. Da haben wir Cutlets ganz weit mit vorne. Da ist Hengen. Und Möller. Aber vorher abgepfiffen. Foulspiel von Matthias Hammann gegen Steffen Freund, der auch schon reichlich ausgeteilt hat bislang. Thomas Hengen liegt auch auf dem Boden, etwa 15 Meter entfernt von Freund. Da haben wir die lauteren Betreuer, die sich um ihren Spieler bemühen. Matthias Sammer, eine nahezu sporthistorische Figur im deutschen Fußball, vielfacher DDR-Auswahlspieler und der erste, der dann eine Berufung erhielt nach der Vereinigung in die gemeinsame Mannschaft, in die DFB-Auswahl. Turbo Reuter mit der Flanke. Da ist Sammer wieder. Ball versprungen. Oh, und wieder ein böses Foul. Diesmal von Martin Wagner gegen Reuter. Und die erste gelbe Karte. Ich denke, es wird auch Zeit, Herr Albrecht. Denn sonst gerät dieses Spiel hier aus den Fugen. Gucken Sie mal, wie der da ankommt. Gut gemacht von Chapuisat, aufgelegt. Und da kommt Michael Zorc, um wenige Augenblicke zu spät. Marschall. Wieder Olaf Marschall. Na, da geht's nicht weiter. Da muss er durch den Mann durch, der sich zudem auch noch wie ein Prellbock vor ihm aufbaut. Bodo Schmidt. Zweite gelbe Karte. Jetzt ist es ihm genug, dem Hermann Albrecht aus Kaufbeuren. Halbe Stunde gespielt auf dem teuflischen Betzenberg in Kaiserslautern. 0:0 zwischen zwei Spitzenmannschaften des deutschen Fußballs. Beide ja mit 7:3 Punkten gestartet in die Bundesliga-Saison. Und immer noch regnet es hier. Funkel. Aber Kuka und Marschall haben es ganz, ganz schwer. Genau wie auf der anderen Seite Chapuisat und Paulsen bei Roos und bei Funkel in besten Händen sind. Also die Abwehrspieler gewinnen die Zweikämpfe, wenn es auch manchmal nicht mit rechten Dingen zugeht. Wenig Bewegung in der Spitze. Erst jetzt geht Chapuisat und da ist er auch schon im Abseits.
clever gespielt von der Lauterer Hintermannschaft. Schritt nach vorne. Und immer noch Friedel Rausch erregt an der Seitenlinie. Marschall, guter Schuss! Olaf Marschall für knapp 3 Millionen Mark von Dynamo Dresden in die Pfalz gekommen. Der Torgauer. In Wien ist er gereift. Als er Nachfolger von Gerhard Roddax wurde, der zu Atletico Madrid ging. Und Sie sehen, der Ball touchierte noch, küsste noch die Latte. Der Libero auf Abwägen, links außen quasi. Und jetzt muss er sich eilen, zurückzukommen. Ja, die Räume werden gut zugestellt im Mittelfeld bei Borussia Dortmund. Aber jetzt anders. Da kommt César. Auch schon betagter, Julio César, 31. Korrektes Tackling von Julio César. Da haben wir den Brasilianer, über 60 Länderspiele für den Weltmeister bestritten. Tour de Rob hat er hinter sich, in Frankreich gespielt, bei Stade Brest, Montpellier und dann bei Juve in Italien. Breme. Ah, der kann schießen und auf dem Boden ist das richtig, wie Marschall eben bewiesen hat. Kadlec tummelt sich im Mittelfeld, bisweilen auch gleich hinter den Spitzen. Es sieht so aus, als wenn er ein bisschen auch den Part von Ciriaco Sforza mit übernimmt. Und eher harmlos von Steffen Freund, dieser Ball. Es bleibt dabei, die Abwehrreihen dominieren, das wird auch er so sehen. Und es gab bisher kaum bis gar keine Torchance, weder hüben noch drüben. Alles konzentriert sich im Mittelfeld. Dortmunder tun das eigentlich, was richtig ist am Betzenberg in Kaiserslautern. Sie halten frühzeitig gegen. Julio Silva César. Natürlich lieber Libero spielen würde, aber unzweifelhaft ist Sammer da doch der bessere Mann. Tja, da musste er 30, 40 Meter gehen, Michael Zorc, und dann war es doch vergebens. Die Entscheidung war richtig. Freistoß durch den langen Funkel. Die anderen gehen alle nach vorne. Nur Roos bleibt zurück.
Brehme lässt sich etwas hängen. Der schirmt Cutlets ab, geht dann nach innen. Wenn Cutlets marschiert. Ja, der Schiedsrichter hat offenbar mit den beiden gelben Karten doch die Emotionen etwas erfolgreich rausnehmen können. Die Vernunft hat Einzug gehalten wieder da unten auf dem Feld. Auch Sammer jetzt mehr und mehr mit vorne. Gute Flanke und das 0:1. Stefan Schapüser, wer sonst, ist man geneigt zu sagen. Der riecht das förmlich. Und wie ein Magnet hat er diesen Ball angezogen. Flanke kam von Flemming Paulsen. Dafür gibt es einen Klaps, wie Sie gerade noch gesehen haben. Reuter hatte vorbereitet, Paulsen mit der Flanke. Und einen Augenblick ist er unbewacht. Keine Chance für Ehrmann. Die Führung für Borussia Dortmund. Es gibt Abstoß. Er spielt eine gute Partie. Julio Silva César. Erste erwähnenswerte Chance für Borussia Dortmund, führt also gleich zum Tor, 9 Minuten vor der Halbzeit. Paulsen hat gewechselt von der linken auf die rechte Seite. Versucht dort hinten jetzt Brehme zu beschäftigen. Das zwingt Wolfgang Funkel mehr dazu, in die Libero-Position zu gehen. Wagner. Und César. Wiederholung dieses Treffers. Na, man könnte vielleicht darüber diskutieren, ob es vielleicht doch ein Stellungsfehler von Ehrmann war, der auf der Linie bleibt. Das ist schwer zu sagen. Die Flanke kam so raffiniert geschnibbelt, wenn ich das mal so sagen darf. Und der Julio César empfiehlt sich wieder als Libero. 2, 3 gute Aktionen, gleich hintereinander, innerhalb weniger Augenblicke. Auf dem Platz, auf dem eigentlich Sammer stehen muss, den der aber in den letzten Minuten häufiger mal verlassen hat, um Ausflüge in das lautere Terrain zu unternehmen. Hat sich Flemming Paulsen wehgetan bei diesem Einsatz gegen Miroslav Cutlets. Aber das war die Folge des nassen, glatten Bodens. Da ist er in den Gegner reingerutscht. Flemming Paulsen, der Europameister von 1982. Sie erinnern sich, Stichwort Danish Dynamite. Muss auch noch angeschnallt werden, weiß nicht warum.
Ja, hat der Linienrichter gesehen. Olaf Marschall zu früh gestartet im Abseits. Fleming kommt zurück. Er ist ja nicht der treffsicherste einer. Aber er schafft, reißt Räume mit seinen langen, langen Sports. Und er ist im Augenblick sicherlich in der besseren Verfassung als etwa Karl-Heinz Riedle. Dessen Chancen bei diesem Spielstand noch eingewechselt zu werden natürlich gesunken sind. Letzten knapp 3 Minuten vor der Pause. Das war gar nichts von Möller. Der wollte einen Freistoß schinden. Chapuisat. Na, jetzt will auch er gerne in die Opferrolle rein. Dirk Anders handelt sich für diese Aktion eine gelbe Karte ein und zustimmendes Nicken von Andi Möller in Richtung Schiedsrichter. So viel heißt wie, du wirst mich doch wohl hier schützen. Dritte gelbe Karte in diesem Spiel, diesmal also für Dirk Anders. Na, er springt noch drüber, läuft noch einen Schritt und lässt sich dann fallen. Obwohl der Angriff sicher nicht regelgerecht war von Dirk Anders. Also es ist das erwartete Kampfspiel geworden auf dem Betze hier im Fritz-Walter-Stadion. Mit wenig Höhepunkten vor den Toren, vielen aufreibenden Zweikämpfen im Mittelfeld. Sehr viel taktisches Geplänkel auf beiden Seiten, viele Nickeligkeiten im Spiel und dieses eiskalte Tor von Borussia Dortmund in der 36. Minute durch Stefan Chapuisat auf Flanke von Fleming Paulsen. Na, das war zweifelsohne Nachtreten von Katletz, sonst ein sehr besonderer Spieler. Hier sehen wir es. Gegen den Knöchel. Also bei allem, was recht ist, und die Szene vorhin war sicherlich nicht recht von Möller gegen Sforza, aber wenn er hier jetzt zum Freiwild erklärt wird oder andere meinen, er sei dies, dann ist das auch nicht in Ordnung. Miroslav Katletz, der Mann aus Vitkovice, vor 4 Jahren hier zum Betzenberg gekommen, bitte sich was zurücknehmen. Kuka gegen den stämmigen Julio César und Müller. Der guckt jetzt weniger, wo der Ball ist, wenn er ihn führt, sondern vielmehr danach, wo ist das Bein des Gegners. Die reguläre Spielzeit ist abgelaufen, aber Sie wissen ja, Brutto- und Netto-Spielzeit und was da alles so vorgefallen ist. Er wird schon noch ein bisschen spielen lassen. Der Herr Albrecht aus Kaufbeuren. Da haben wir Wolfgang Funkel, mittlerweile, wie gesagt, Libero. Fans des BVB natürlich selig.
verstohlener Blick von Schiedsrichter Albrecht auf die Uhr. Noch läuft das Spiel. César Sammer. Es gibt Einwurf für die Borussia. 2,5 Minuten sind wir drüber, wie Sie sehen. Und jetzt haben wir Halbzeit. 0:1 der Spielstand zur Pause. Und ich gebe an meine Kollegen dort unten an den Spielfeldrand. Ich nehme an, da gibt es Interviews und da geht es sicherlich auch um die Szene Sforza Möller. Tja, hier ist Friedel Rausch, der Trainer des 1. FC Kaiserslautern. Friedel Rausch, warum sind Sie da so auf den Ottmar Hitzfeld losgegangen? Naja, weil er immer reklamiert, wir bekommen einen Spieler schwer verletzt. Forza hat die Rippen gebrochen, er rennt hin und will sich beschweren. Das können wir uns natürlich nicht bindeln lassen. Aber es war nur ein bisschen mehr Show. Ist das sicher, dass der Forza die Rippen gebrochen hat? Ja, er ist ins Krankenhaus. Danke. So, das ist eine Mitteilung, die uns gar nicht gut gefällt. Aber auf diesem Wege erstmal, mehr können wir leider nicht machen. Gute Besserung an Ciriakos Sforza, dass der nicht so lange ausfällt wie vielleicht Stefan Kunz. Und mit diesen Bildern geben wir erstmal ab zum Tagesthemen-Telegramm nach Hamburg. Den 1. FC Kaiserslautern mit der ersten Chance wollen wir gleich sehen. Jürgen Löber, wenn Sie mal das kommentieren, Sie haben ja hier am Betze erst gespielt. Das ist richtig, wir haben vor kurzem sehr gut gespielt, leider verloren. Das war die erste Chance von Lautern, der Anders legt sich etwas zu weit zurück und somit trifft er das Tor halt nicht. Das sind die Dortmunder, die jetzt kommen. Mit Knut Reinhardt und er versucht das alleine. Hätte auch passen können, ne? Ja, richtig. Ich meine, die Dortmunder hatten schon die ein oder andere ganz gute Chance schon. Ich denke an den Freistoß, glaube ich, der jetzt noch kommt von Möller, wo Schabisa querlegt auf Zorc, wo er den dann verpasst. Das Ding hätte auch reingehen können, ja. So, und jetzt sehen wir diese Szene. Ganz kurz haben wir sie gesehen. Andi Möller gegen Sforza. Da war der Ellenbogen mit im Spiel. Der Ball aber lief weiter, das Spiel auch. Da geht es ganz schön zur Sache. Ja. Was kann man von oben konnte man es wirklich kaum sehen. Ich glaube auch der Schiedsrichter konnte es nicht sehen, weil er sich dann wieder umgedreht hat. Aber es sieht halt so aus. Ich meine, wenn Forza Probleme hat, wenn er irgendwas mit den Rippen hat, dass er halt böse aufgelaufen ist. Jetzt haben wir den Scheibenwischer gesehen, eben von Ottmar Hitzfeld gegenüber Friedel Rausch. Und das war das Bild. Forza auf dem Weg, auf dem Transport ins Krankenhaus. Er soll geröntgt werden dort. Olaf Marschall für die Lauterer. Wir wollen über Ihre Taktik auch noch sprechen und über die Taktik der Dortmunder. Sie haben es ja offensiv hier auf dem Betze versucht. Das ist richtig, ja. Wir sind von Anfang an eigentlich nach vorne marschiert. Herrliche Flanke und natürlich, da ist Schoppisa da. War vorher eine Unsicherheit da hinten auf der linken Seite. Von Andi Brehme. Richtig. Der Reuter legt ihn zurück, Pausen kommt rein. Eine herrliche Flanke und da ist halt Schoppisa. Er ist ganz frei und macht ihn rein. Keine Chance für Ehrmann. Gut, ich meine, die Dortmunder haben eigentlich ähnlich gespielt wie wir in der ersten Halbzeit. Wenn man sieht, Matthias Sammer hat eigentlich überragend gespielt. Er sichert hinten ab, schaltet sich zu jeder Zeit mit ein. Und wenn es wirklich für Dortmund gefährlich wurde oder für Lautern gefährlich wurde, war der Matthias Sammer dabei. Da können wir ja fast die Diskussion weiterführen. Wäre er der ideale Libero für die Nationalmannschaft? Sie okay, können das ja nun völlig unbeteiligt sagen. Das ist halt Berti seine Sache, aber ich meine, Matthias Sammer spielt schon überragend und man muss einfach sehen, wie halt Berti da in der Nationalmannschaft mit Matthäus und Sammer klarkommt. Jetzt kommen wir zu den beiden Präsidenten. Ich gehe davon aus und hoffe das auch, dass sie sich besser verstehen, wie es die beiden Trainer Friedel Rausch und Ottmar Hitzfeld tun. Die beiden mögen sich nicht, oder? Ja, das kann man bloß so nicht sagen. Das war jetzt in der Hektik des Geschehens passiert und ich denke schon, dass die sich auch so sehr grün sind. Aber das passiert halt in so einem Spiel. Das passiert in so einem Spiel. Sie sind ja einer der etwas ruhigeren Präsidenten, der volkstümlichen Präsidenten und haben hier, ich kenne das Betze seit langer Zeit, aber noch nicht nach der neu gebauten Tribüne, etwas aufgestellt, was wirklich, wirklich richtig toll ist. Liegt das alleine an der Fußballbegeisterung hier in der Pfalz? Mit Sicherheit zum Teil. Das ist also schon, was hier bewegt worden ist in den letzten 5, 6 Jahren, ist schon einmalig für diese Struktur hier. Aber andererseits ist es natürlich so, dass wir uns jetzt auch sehr weit aus dem Fenster gelegt haben und einige Zeit
an den Verbindlichkeiten zu knabbern haben. Das heißt, Sie müssen im Geschäft bleiben? Ja. Deutsche genau. Meisterschaft, UEFA-Pokal und DFB-Pokal. Ja. Wo darf denn Friedel Rausch, naja, ich sag mal, Zweiter werden oder nicht weiterkommen? Ja gut, wir sind letzten Endes immer Sportler und wenn wir ein Spiel gegen Besseren verlieren und dann wissen wir, dass wir da zurechtstehen. Aber noch spielen wir auf alle drei Hochzeiten. Ich hoffe auf eine faire und gute zweite Halbzeit, wo weniger Emotionen sind und dass wir dann doch noch den Spieß rumdrehen können. Gerd Niebaum, die Dortmunder werden immer so beschrieben als Millionentruppe. Das ist ja so ganz falsch nicht. Man hat ja wirklich viele Millionen investiert, die man aber auch eingenommen hat durch Verkäufe. Und jetzt stehen sie unter Zugzwang. Wie lange hat Ottmar Hitzfeld denn Zeit, deutscher Meister zu werden? Ja, also es ist gut, dass Sie mir Gelegenheit geben, das mal zu erläutern mit den Millionen. Sie haben richtig gesagt, wir haben sie auch eingenommen. Das heißt, wir haben sie reinvestiert. Und eigentlich ist da nichts Schlechtes dabei, wenn wir ihnen den Fußball auch wieder, das müssten eigentlich die Fernsehanstalten gerade honorieren, diese Millionen reinvestieren. Das tut Kaiserslautern ja auch. Ich muss überhaupt sagen, hier wird sehr gut gearbeitet in Kaiserslautern. Die Offiziellen bleiben sehr im Hintergrund, das gefällt mir sehr. Und man hat die auch sehr viel bewegt. Aber zurück zu uns. Ottmar Hitzfeld wird hoffentlich sehr, sehr lange Trainer bleiben, vielleicht sogar, sage ich mal, bis in das Jahr 2000 hinein, wenn uns das gelingt. Das wäre für Dortmunder Verhältnisse ganz neu, denn wir hatten ja eine sehr große Trainerfluktuation in der Vergangenheit, jetzt in den letzten Jahren nicht mehr so. Wir können uns keinen Titel kaufen, das wollen wir auch gar nicht. Wir wollen den Leuten schönen, frischen, attraktiven und hochklassigen Fußball bieten. Dafür haben wir das Geld investiert. Wenn dann ein Titel dabei herausspringt, dann ist es sehr schön, aber jeder hier am Tisch weiß, dass man das nicht programmieren kann und dass man jetzt nicht sagen kann, wir machen unsere Politik, sage ich mal, für das Ende dieser Saison, um dann einen Titel zu haben, sondern das ist ein mittelfristiges Programm, was wir anlegen auf viele Jahre und wir hoffen, dass in diesen Jahren auch Ottmar Hitzfeld unser Trainer sein wird. Kommen wir zu einem aktuellen Ereignis in Dortmund, zu einem etwas unschönen. Sie wissen, was ich meine, Julio César, da gab es verschiedene Gerüchte. Er habe im Vertrag einen Passus stehen, der ihm erlaube, Borussia zu verlassen, wenn rassistische Dinge passieren. Die sind nun passiert. Sie haben in dieser Woche mit seinem Vertrauten gesprochen. Wie ist denn die aktuelle Situation jetzt? Ja, das ist nicht ganz richtig, dass ein solcher schriftlicher Passus existiert. Wir haben bei den Vertragsverhandlungen gesagt, dass wenn Julio César rassistisch verfolgt wird. Er hatte in Italien die Zeitung gelesen, was eigentlich schon sehr negativ ist, dass jemand dann ein solches Thema überhaupt anspricht. Aber wenn er rassistisch verfolgt wird, dass wir dann eine Lösung selbstverständlich finden werden. Und diesen Vorfall bedauern wir alle. Wir hoffen und sind eigentlich auch sicher, dass er ein Einzelfall bleiben wird. Und ich denke, dass es eine so große Solidaritätswelle gegeben hat. Der Oberbürgermeister unserer Stadt hat sich eingeschaltet. Es haben sich viele Gruppen der Öffentlichkeit eingeschaltet. Es hat Demonstrationen in Dortmund gegeben. Das alles hat auch Julio César sehr bewegt. Und ich glaube, dass er sehr lange auch in Dortmund spielen wird. Hat er denn gesagt, dass er bleibt? Ja. Also wir sind mit ihm in sehr guten Gesprächen. Aber es sieht so aus, dass wir dieses Thema dann auch vom Tisch haben werden. Jürgen Röber, wir haben die Taktik schon angesprochen, kommen wir wieder zum Fußball. Sie haben es versucht hier auf dem Betzenberg offensiv und haben knapp verloren nur und alle waren begeistert von diesem Spiel. Ist das die Taktik, die Lauterer auf dem Betze zu schlagen? Die meisten verstecken sich ja, machen ja zu und warten, bis diese große Rolle kommt, die rote, ne? Ja gut, ich meine, das ist sicherlich ein Fehler, wenn man hier auf dem Betzenberg fährt. Man weiß von vornherein schon, dass die Atmosphäre hier ja sehr fantastisch ist für die Heimmannschaft, ganz klar. Und wenn man sich dann hinten reinstellt, wenn wir zum Beispiel mit drei Mandekern hier hinkommen, mit einem Libero und stellen uns hinten rein, die Lauterner stehen an der Mittellinie, warten nur, bis wir die Bälle rausschlagen und setzen uns immer wieder unter Druck, dann kannst du hier sehr wahrscheinlich nichts erreichen. Gut, wir haben im Endeffekt leider das Spiel verloren, aber ich glaube, wir haben gezeigt, dass man, wenn man auch attackiert, wenn man nach vorne spielt, die Lauterner auch unter Druck setzen kann und mit ein bisschen Glück hätten wir hier mindestens einen Punkt geholt. Mhm. Dem VfB Stuttgart geht es sehr gut. Der ist gut gestartet, muss man sagen. Sie haben leider einen Verlust. Elber ist verletzt, aber das haben Sie auch ganz gut weggesteckt. Was ist denn das Ziel des VfB Stuttgart? Zum Beispiel am nächsten Samstag Borussia Dortmund zu schlagen und dann noch weiter zu marschieren, oder? Gut, wir haben jetzt zwei schwere Auswärtsspiele in Dortmund und in Leverkusen. Wir wollen versuchen, mindestens zwei Punkte zu holen aus den beiden Spielen. Wir haben im letzten Jahr in Dortmund sehr gut gespielt, haben da 2-1 gewonnen. Das Ergebnis wäre sicherlich auch von unserer Seite sehr schön, aber ich glaube, da haben die Dortmunder was dagegen. Wir werden auf jeden Fall versuchen,
nach vorne zu spielen, auch in Dortmund. Und dann muss man einfach sehen, wer dann halt da die Punkte macht. Wünsche ich Ihnen dann in Leverkusen die Punkte. Kommen wir nochmal zu dem Spiel, Norbert Tines. Die Lauterer Zuschauer sind bekannt für ihr Engagement. Das schwappt manchmal auch ein bisschen über. Heute hat man Andi Möller von Anfang an ausgepfiffen. Jetzt ist er natürlich der Buhmann nach dieser Szene. Für die Lauterer gibt es nur Fußball. Was können Sie denn als Präsident machen? Sie hatten ja auch einen Stadionsprecher schon, der mal richtig aufgeputscht hat. Das fanden nicht alle so gut. Da haben Sie reagiert. Wie wirken Sie denn auf die Fans ein, dass es im normalen Rahmen bleibt? Ja, nun, dass hier Emotionen sind, das ist richtig und das ist mit Sicherheit auch gut. Dieser Ellenbogencheck von Herrn Möller, das war natürlich ein Foul, was die Leute vorübergehend in Rage bringt. Wir haben aber darauf, wie Sie selbst gesehen haben, reagiert. Das heißt, unser Stadionsprecher hat beruhigend auf die Leute eingewirkt. Wir haben auch die entsprechenden Schautafeln dann eingeblendet. Wie gesagt, ich hoffe, dass sich das jetzt alles beruhigt und dass wir zu einem schönen und sauberen Spiel finden. Hoffen wir auch. Die Mannschaften sind schon wieder auf dem Weg ins Spielfeld. Sie wollen das natürlich auch live draußen so miterleben. Und Stefan Kunz hat auch noch was zu sagen, wie ich hoffe, bei Gerhard Delling. Ja, der Stefan Kunz war nämlich gerade in der Kabine. Wenn ich Trainer gewesen wäre, mal so ganz bescheiden, hätte ich gesagt, zu viele Fehlpässe. Ja, du bist halt kein Trainer, ne? Nee, der Trainer hat schon einiges bemängelt, das ist ganz klar. Aber in erster Linie glaube ich, dass ein bisschen die Aggressivität gefehlt hat von unserer Seite. Dass wir das Spiel nicht eng genug gemacht haben und das wollen wir jetzt ändern. Und es muss ein bisschen mehr über die Außen gehen, glaube ich auch, ne? Ja gut, jetzt können wir nicht alle Fehler auf einmal aufzählen. Okay. Aber wir haben uns auch was vorgenommen. Wir gucken uns das an, wie es jetzt besser losgeht, denn die zweite Halbzeit beginnt. Wilfried Mohren, bitte. Kaiserslautern gegen Dortmund, präsentiert von ARD und Krombacher. Ja, da sind wir also wieder in der zweiten Halbzeit. Die läuft seit 6-7 Sekunden. Also nichts passiert, keine Sorge. Keine Auswechslung. Auf beiden Seiten also geht man mit der gleichen Formation in die zweite Halbzeit, mit der man vorhin aufgehört hat. Da muss sich der Matthias Sammer schon sputen. Der eben schon so halb wieder in die Nationalmannschaft, zumindest auf die Libero-Position, gesprochen worden ist, in dem Pausengespräch, aber in der Tat natürlich ein exzellenter Mann ist. Wie viele ja auch gesagt haben, heute treffen, da will ich sagen, die beiden besten Liberos aufeinander der Bundesliga. Katlec, der hier am Ball ist, und Sammer. Aber zumindest gehören sie zu den Besten in der Liga. Wagner, da muss er früher schießen. Und da reklamieren die Fans Handspiel von Julio César. Aber ich denke, er hatte den Arm angelegt und ist angeschossen worden. Vielleicht sehen wir das später noch mal. Ja, hat es schwer, der Olaf Marschall. Hier die Aktion. Na, na. Also... Es ist ja auch viel von Heimschiedsrichtern auf dem Betzenberg die Rede gewesen. Das ist mit Sicherheit keiner. Denn es gibt vielleicht so manche Schiedsrichter, die hier gepfiffen hätten. Sei es drum. Da haben wir Julio César. Und Kuka. Und Ottmar Hitzfeld, wenn er die Aufzeichnung dieses Abends sich anschaut und vor allen Dingen das Pausengespräch, wird er mit Wohlwollen zur Kenntnis genommen haben, dass sein Präsident schon davon gesprochen hat, dass er ruhig Trainer bis zum Jahr 2000 sein kann und darf, wenn er denn will, in Dortmund. Schön abgelegt von Kuka. Und der Schuss und das Ausgleichstor. Dirk Anders. Da springt er hoch, wie von der Tarantel gestochen. Und er hat sich verletzt dabei offenbar, der Leipziger. Arme Kerl, heute Morgen hat er schon beim Abschlusstraining was abbekommen. Noch einmal. Kuka gegen César.
Schön abgelegt auf Anders. Marschall sperrt den Raum frei. Und da sitzt ihm noch einer auf den Schuhen, nachdem er abgezogen hat. Das sieht aus wie Steffen Freund. Und der muss behandelt werden. Das wäre natürlich riesiges Pech. Hier haben wir es nochmal. Wenn ein weiterer Spieler des 1. FC Kaiserslautern verletzungsbedingt raus müsste. Aber ein wunderbares Tor. Da kann er sich noch so lang machen, Stefan Kloß. Wie sagt man so schön im Fußball? Psychologisch ganz wichtig. Vor und unmittelbar nach der Pause einen Treffer zu erzielen. Jetzt hat es Marschall erwischt. Und Bodo Schmidt. Ball immer noch im Spiel. Und jetzt ist sogar Gary Ehrmann hier weit aus seinem Kasten gelaufen zum Linienrichter. Da haben wir ihn. Ich habe es eben gesagt, zu Beginn der Übertragung ein Heißsporn. Hier gehen die beiden hoch. Und was sonst noch so geschah, haben wir dann leider nicht im Bild. Denn das, was wir sehen konnten, war ein normaler Zweikampf. Dirk Anders wird vermeldet, er habe eine ziemliche Schwellung am Fuß. Und Marco Haber ist für ihn jetzt dabei. Das heißt, er kommt dort oben, steht an der Seitenlinie, jetzt ist er im Spiel. Marco Haber, der weg will aus Kaiserslautern, weil er hier keine Perspektive mehr sieht. Also, aus für Dirk Anders und da haben wir Marco Haber. Aber Lautern dennoch weiter in Unterzahl, denn Olaf Marschall wird weiter jenseits der Seitenauslinie behandelt. Da haben wir die Szene. Da geht es aber zur Sache. Matthias Sammer erregt sich. Handgreiflichkeiten mit Hammann. Hammann, der zusammen mit Anders auf dem besten Wege war, den Ausfall von Sforza zu kompensieren. Und es gibt wieder Gelb. Die zweite gelbe Karte für einen Dortmunder für Matthias Sammer. Bei Lautern haben schon drei Spieler gelb gesehen. Kaplitz, Wagner und Anders. Hier haben wir die Rauferei. Hat eine prima Partie bisher gespielt. Er sollte sich jetzt nicht aus dem Rhythmus bringen lassen, Herr Matthias.
Freistoß durch Katletz. Und der kann Freistöße schießen, das wissen Sie, liebe Fußballfreunde. Wagner. Gefährlich, was sie da machen im Strafraum. Gut, Reinhardt. César, der jetzt richtig Libero spielt. Und Sammer marschiert, hier rechts. Da bekommt er den Ball. Kein Abseits. Michael Zorc, den wir wenig gesehen haben. Jetzt hat das lautere Publikum noch einen Buhmann mit Matthias Sammer. Der Applaus, den Sie jetzt vielleicht hören, der gilt Olaf Marschall, der nämlich wieder bereit ist, an der Mittellinie steht, da ist er. Endlich mal eine versöhnliche Geste. Ich weiß nicht, wie lange das gut geht mit dem Olaf Marschall. Der humpelt nämlich. Und das sieht nicht so gut aus. Das sieht jetzt schon so ein bisschen wie Kick and Rush aus. Hohe Bälle vor den Dortmunder Strafraum. Möller. Paulsen geht. Da ist er. Achtung! Das konnte man sehen. Flemming Paulsen. Das 1:2. Das konnte man sehen. 57. Minute, die erneute Führung für Borussia Dortmund. Und endlich trifft er. Das wird ihm gut tun. Hier gleich der Pass. Brehme läuft hinterher. Eigentlich sind die jetzt ein Paar, denn Paulsen ist etwa 10 Minuten vor der Halbzeit von links auf die rechte Seite gewechselt, um Brehme dort zu binden, was ihm gelungen ist. Und er hat ja dann noch die Vorarbeit zum 0:1 geleistet, indem er die Flanke auf Chapuisat gab. Und der gute Andi Brehme ist ihm hier nicht so gefolgt, wie er das hätte tun müssen. Hier haben wir den Torschützen, der das Resultat auf 1:2 stellt. Lauterer hatten sich so gefreut, endlich nach vielen, vielen Jahren wieder einmal ein Heimspiel im DFB-Pokal zu haben.
dann gegen einen solchen renommierten Gegner. Und dann ist es in eine solche, ja, lassen Sie mich das ruhig so sagen, teilweise Klopperei ausgeartet. Und sie liegen auch noch zurück. Jetzt müssen sie die Ärmel hochkrempeln. Im übertragenen Sinne natürlich, denn sie haben noch die Sommertrikots an mit den kurzen Ärmeln. Und das wird wohl ein Spiel jetzt auf ein Tor werden. Und Dortmund wird auf Konterchancen lauern. So wie vorhin, als Chapuisat traf. Pardon, als Paulsen traf. Tja, nachdenklich, Friedo Rausch. Kein Foulspiel, sondern Abseitsposition. Und da wird gefeiert, aber es ist noch eine gute halbe Stunde, liebe Freunde. Und die kann auf dem Betzenberg zur Ewigkeit werden. Pfiffe haben Andi Möller eher stärker gemacht. Geistesgegenwärtig hat er sich da eben den Ball geschnappt und dann die wunderbare Vorarbeit geleistet zum Führungstor durch Paulsen. Zweiter Eckball für Borussia Dortmund. Ja, man sieht es an den Mienen der Pfälzer. Das hat wehgetan, dieses Gegentor. Hermann Albrecht hat trotz allem die Partie jetzt gut im Griff. Axel Roos, auch er wollte mal den Verein verlassen. Jetzt vielleicht. Ja, zu nah ans Tor. Kein Problem für Stefan Klux. Gelb für Marco Haber. Richtiges Kartenfestival heute Abend. Sollte sich aufs Fußballspielen besinnen und vielleicht die Chance suchen, sich wieder in die Mannschaft zu spielen. Und alle haben sie es offenbar auf einen abgesehen, auf Andi Möller. Und
Matthias Sammer auf Stippvisite sozusagen auf seinem angestammten Platz, auf dem Libero-Platz. Trottet aber jetzt wieder nach vorne. Oh, und hat die Chance. Da hätte er selber schießen müssen. Er hatte auch noch die Möglichkeit zu gehen, ein paar Schritte. Im Augenblick keine Ordnung im lauteren Spiel. Auch Kadlec scheint überfordert. Anders und Sforza nicht mehr dabei. Das ist bitter für den ersten FC Kaiserslautern. Vor allen Dingen Sforza ist natürlich ein Mann, der das Spiel, das Tempo des Spiels bestimmen kann, mitbestimmen kann. Und was der Matthias Sammer für einen Laufpensum abliefert hier. Klare Order vom Trainer. Drücken, pressen. Schon bei der Ballannahme tunlichst die Pfälzer zu stören. Kuka, dem verspringen zu viele Bälle. Hat Axel Roos hingelangt gegen Stéphane Chapuisat. Gibt es übrigens eine schöne Geschichte, die nicht allzu oft vorkommt. Als er noch in der Nationalliga B in der Schweiz spielte, schon mit 17 in der ersten Mannschaft eines Vereins, den wir nicht unbedingt nennen müssen. Da spielte auf der Gegenseite sein Vater gegen ihn, der damals 38-Jährige. Und der Stefan hat die Partie damals entschieden für seinen Verein. 1:0 gegen seinen Vater gewonnen. Ich erinnere mich auch nicht daran, dass es das in der Bundesliga je gegeben hätte. Vater gegen Sohn. Aber das ist sozusagen eine Anekdote aus grauer Vorzeit. Und liegt schon über 10 Jahre zurück. Ah, ganz so lang ist nicht. Aber ungefähr kommt es hin. Matthias Sammer, mein Gott, was für ein Laufpensum. Was für ein Pass. Da langt Paulsen hin gegen Brehme. Fuß drauf. Gelbe Karte natürlich. Siebte Gelbe in diesem Spiel. So kann man dem Gegner natürlich auch den Schneid abkaufen. Da ging es schon wesentlich ästhetischer zu am Wochenende.
als hier die neue Eissporthalle in Kaiserslautern eingeweiht wurde. Katharina Witt übrigens hier war. Heute Abend rauer Männersport auf dem Betzenberg. Und hier haben wir Karl-Heinz Riedle. Einer von vier Dortmundern, die sich warm laufen. Ob Hitzfeld mit ihm drohen will. Das ist ein sensationelles Spiel, das dieser Matthias Sammer hier heute Abend bietet. Das ist die modernste Interpretation des Liberos, die ich persönlich in den letzten Jahren gesehen habe. Der Chef in Dortmund. Auf ihn hört die Truppe. Wolfgang Funke. Der Wolfgang war übrigens schon beim legendären Pokalspiel mit Uerdingen gegen Bayern München 1985 in Berlin dabei. Das 2:1 damals für die Seidenstädter. Im Jahr darauf im Europapokal gegen Dynamo Dresden. Verletzung von Pausen. Spiel läuft aber weiter. Marschall. Wagner, Marschall am Boden, Paulsen am Boden und das Spiel läuft. Es wäre an den Dortmundern, den Ball ins Aus zu bringen. Jetzt besorgt das Andi Möller. Unglücklich aufgesprungen, vertreten. Oh, jetzt bedroht Paulsen sogar den Schiedsrichter. Was ist das für ein Spiel? Da haben wir den Trainer der Dortmunder im Hintergrund und Michael Henke, den Co-Trainer. Friedel Rausch lugte mal rein ins Bild. Sind das für Unterbrechungen, Instruktionen an der Seitenlinie für Knut Reinhardt und Matthias Sammer? Ich weiß nicht, zum wievielten Mal die Herren mit der Trage heute Abend auf dem Spielfeld zu Gast waren. Die Dame ist auch dabei. Thomas Frank kommt für Borussia. Das scheint nicht mehr weiterzugehen für Flemming Paulsen. Und den Thomas Frank, den hatten wir ja schon zu Beginn erwartet. Aber im Laufe des Nachmittags, möglicherweise beim Café, ist Ottmar Hitzfeld dann doch zur Überzeugung gekommen, Steffen Freund von Beginn an aufzubieten. Ja, da hat er sich vertan, Julio César, hob die Hand, schaute zum Linienrichter. Glaubte, dass Kuka im Abseits gestanden hätte, aber Matthias Sammer war da noch weiter hinter. Bremen.
da könnte es wieder gelb geben. Für Thomas Frank. Mein Gott. Der steht gerade auf dem Platz und reiht sich ein in die Sünderkartei. 8. gelbe Karte. Hier nochmal der Sprung von Stefan Kloß. Ich höre gerade, dass Flemming Paulsen sich das rechte Knie verdreht hat. Da ging es nicht mehr weiter. Wer schießt? Martin Wagner. Oder doch Katletz. Ah, die Mauer steht noch nicht. Da, wo sie hingehört. Noch nicht den richtigen Abstand. Wagner. Nochmal der Nationalspieler. Und jetzt ist Abseits. Was die Dortmunder hier spielen, hat der VfB schon versucht. Dem Hausherrn Paroli bieten, von der ersten Minute an. Und damit sind die Pfälzer nicht zurechtgekommen. Eine Viertelstunde noch. Gut verlängert von Marschall, Kuka und Eckball für den ersten FCK. Immer wieder ist Sammer dabei. Stefan Kloß wird von Toni Schumacher eigens trainiert. Und wieder Sammer, der klärt. Amann, der Flanke. Immer noch Hamann. Wagner. Das war das Beste, was er noch draus machen konnte. Marschall, einen Schritt zu spät, aber ist nicht mehr der Spritzigste. Das Ding, was er da eben abbekommen hat, merkt man ihm jetzt noch an. Er beißt die Zähne zusammen und er humpelt. Immer wieder hohe Bälle vor dem Dortmunder Strafraum. Kein Kombinationsspiel. Der lange Funkel kommt mit. Axel Roos ist der letzte Mann. Steht an der Mittellinie. Freistoß Katletz. Aber die Dortmunder gewinnen die Zweikämpfe. Eigentlich hat er nichts gemacht, der Julio César. Kuka dreht sich in seinen Gegenspieler rein.
riskant von Katletz. Möller, der ist schnell. Innen Zorc. Und Schapüser. Na, den bekam er nicht mehr rum. Alle Nase lang liegen sie hier auf dem Boden. Reuter. Schön aufgelegt von Schapüser. Zorc. In den Rücken von Reinhardt gespielt. Wieder Zorc. Ganz unauffällig heute geblieben. Und jetzt müssen sie schnell spielen. Und da wird schon wieder gehakelt. Thomas Frank. Und ich befürchte das Schlimmste. Ich befürchte das Schlimmste. Der Junge ist erst ein paar Minuten auf dem Platz und hatte schon gelb. Danke, das war's. Der muss sich nicht mal duschen. 5 Minuten war er auf dem Feld. Gelb-rot für den Mannheimer. Keine Anspielstation. Sie sehen den Riegel, den die Dortmunder schon vor der Abwehr aufbauen. Und mit welchem Einsatz hier zur Sache gegangen wird. Möller, Zorc, die beiden im Zusammenspiel und Sammer kommt wieder. Der will die Entscheidung und der tödliche Pass. Schapüser! Fahne war hoch. Auch hier abseits. Dortmund am Wochenende gegen den VfB Stuttgart. Sie haben es eben schon aus dem Studio von Jürgen Röber gehört. Und Kaiserslautern hier zu Hause gegen Schalke 04. Ich nehme an, die Knappen sitzen alle vor dem Bildschirm und haben gesehen, wie man es machen muss. Der Erzfeind aus dem Revier macht's vor. Breme, guter Einsatz. Kopfball von Funkel, den es auch nicht mehr hinten hält. Flanke von Marco Haber. Wolfgang Funkel, der so spät Profi wurde in der Bundesliga, mit 26 Jahren erst. Auf Anraten von Karl-Heinz Feldkamp, damals von Rot-Weiß Oberhausen, zu Bayer Uerdingen gewechselt. Später dann hier in die Pfalz. Schon einer der älteren Spieler, aber nach wie vor sehr wichtig für den ersten FC Kaiserslautern. Katletz, der muss wissen, was es heißt, schuften zu müssen, denn der war vor seiner Profikarriere auch mal als Bergmann tätig in Ostrau. Hängen. Und der Versuch eines Fallrückziehers
von Pavel Kuka. Das ist der Tscheche mit der 9, Pavel Kuka, der jetzt in den letzten Minuten Unterstützung erhält von langen Wolfgang Funkel, der die Order hat, nur noch vorne zu spielen, auf dass vielleicht einer dieser langen Bälle aus der Abwehr, aus dem Mittelfeld von ihm verwertet wird. 6 Minuten sind es noch. Da wird Hand reklamiert. Aber Albrecht war ganz, ganz weit weg von der Szenerie. Gelb für Hamann, der hier die Hand zu Hilfe genommen hat. Auch wenn er auf einem guten Weg ist, ein Diego ist er noch nicht. Matthias Hamann. Sein Bruder spielt in München. Die Ermahnung vom Schiedsrichter an Ottmar Hitzfeld, doch mindestens mal hinter der Bande zu bleiben. Und das war wer wohl? Wieder Matthias Sapp. Kuka! Oh, was für eine Chance für die Lauterer. Fünf Minuten vor Schluss. Das hätte die Verlängerung bedeuten können. Hier kommt er zu weit nach außen. Und Stefan Kloß steht gut. Funkel. Na, wo soll der denn hin? Chapuisat. In der zweiten Halbzeit haben wir ihn kaum mehr registriert. Und Matthias Sammer. Weltklasse-Leistung von Matthias Sammer heute Abend. Bremen. 3 Minuten noch. Handspiel. Und es gibt Elfmeter. Es gibt Elfmeter. Handspiel von Bodo Schmidt soll das gewesen sein. Das hätte ich jetzt gern noch mal gesehen. Und ich bin mir sicher, Volker Drews, unser Regisseur, legt das vor. Da ist es. An den Ellbogen. An den Unterarm. Aber der geht schon zum Ball. Bodo Schmidt. Mein Gott, 3 Minuten vor dem Ende. Und ich hatte gerade gedacht, fangen wir mal mit dem Schluss, mit dem Fazit an. Und jetzt kommt es wahrscheinlich doch noch so, wie ich heute Mittag im Hotel gesagt hatte. Waldemar Hartmann wollte es mir nicht glauben.
wohl doch noch Verlängerung? Fragezeichen. Der will gar nicht hinschauen. Der Thomas Hengen. Und Andi Brehme wird den Strafstoß schießen. Brehme oder Klos? So hat er auch getroffen 1990 im WM-Finale. Und nur einer konnte diesen Strafstoß schießen. Andi Brehme. Heute Mittag habe ich zu ihm gesagt, übt ihr denn gar kein Elfmeterschießen mehr? Sagt er, warum? Das haben wir doch drauf. Und er allemal. Eine Minute vor dem Ende. 2:2. Und der Thomas Hengen hatte gar nicht hingeschaut. Und da ist sie, die Kulisse. Schauen Sie sich das an. Er brodelt der Berg, der Betze. Und jetzt sind sie vorüber, die 90 Minuten. Was für ein Pech für Borussia Dortmund. Sekunden vor Schluss. Praktisch hier noch den Ausgleich hinnehmen zu müssen. Sie hatten bis dahin gut gespielt, wenn auch in manchen Phasen überhart. Ja, und er beschwert sich immer noch. Der Matthias Sammer, er muss aufpassen, hat ja schon die gelbe Karte gesehen. Und wenn er auch eine Persönlichkeit in dieser Bundesliga ist. Ich traue dem Herrn Albrecht schon zu. Ein falsches Wort und auch er muss gehen. Und die Dortmunder sind ja schon in Unterzahl. Denn Thomas Frank gab ja nur ein ganz kurzes Gastspiel, wie Sie mittlerweile wissen. Gelb und 5 Minuten später, da ist er, gelb-rot. Ja, der Thomas Frank ist hier, kann noch schmunzeln. Das war ein kurzer Einsatz für Sie, ne? Ja, das war ein sehr kurzer Einsatz. Ich war kurz im Spiel. Der Marco Haber ist das erste Mal gefallen, habe ich die gelbe Karte bekommen. Er hat selber noch zu mir gesagt, es war kein Foul, ich habe ihn gar nicht berührt. Und bei dem zweiten, ja gut, ich meine, man kann es pfeifen, aber dass man halt dann gleich eine gelb-rote Karte gibt, ist unverständlich. Wenn man jetzt den Spielverlauf gesehen hat, da waren ja so viele Zweikämpfe drin, so viele aggressive Fouls und da hat er immer nur gelb gezeigt. Und bei so einer Lapide, bei so einem einfachen Foul, wo man, ich habe mich ja nicht umgehauen, ich habe mich ja vielleicht, wenn, dann habe ich ihn bloß ein bisschen festgehalten und da gibt er mir dann gelb-rot. Da denkt man sich auch manchmal, wenn man einen umhaut, kriegt man nur gelb und dann gleich gelb-rot. Sagen Sie doch mal, wie ist das auf dem Platz da? Wenn man die heute sieht, das sieht so aus, als seien die alle ein bisschen narrisch, als wenn also irgendwie dieses Pokalfieber auf alle so übergegriffen hat, dass keiner sich so mehr richtig unter Kontrolle hat. Was ist da los auf dem Platz? Ja gut, ich meine, ganz so einfach zu sagen. Ich meine, das ist ein zweikampfstarkes Spiel, aggressives Spiel. Keine Mannschaft will verlieren und geht auch schon schön zur Sache. Und an was das liegt, ja gut, halt Pokalspiel, jeder will halt gewinnen. Haben Sie das auch gespürt? Ich meine, merkt man da, dass man da eigentlich weg ist von allen guten Geistern? Ja gut, wenn man dann auf dem Spielfeld ist und das ist halt was ganz was anderes, als wenn man nur draußen ist und man sieht es dann von draußen. Die Atmosphäre kennen Sie doch eigentlich von Dortmund her. Ich meine, das ist eine tolle Atmosphäre, muss man sagen. Kann man sagen, fast so genauso wie bei uns. Stadion ist auch immer hier voll und die Fans tun auch den Kaiserslautern sehr gut unterstützen, wie bei uns, die Borussia Dortmund. Unsere Fans tun uns auch immer gut unterstützen und wir haben eigentlich gewusst, was auf uns zukommt. Wer gewinnt? Ja, ich hoffe mir. Danke sehr. Bitte schön. Ja, er sagt, Borussia gewinnt, aber die Jungs sind weite, weite Wege gegangen. Die Frage ist, was macht die Kondition? Und dann in Unterzahl. Wir werden es sehen. Anders und Brehme für Kaiserslautern. Chapuisat und Flemming Paulsen, der mittlerweile auch nicht mehr dabei ist, für Borussia Dortmund. 2:2, liebe Zuschauer, die Sie vielleicht erst jetzt dazustoßen. Und wie sagen wir so schön immer an der Stelle, alle nachfolgenden Sendungen verschieben sich jetzt. Mit gutem Recht, denn die nächste halbe Stunde, die uns jetzt hier ins Haus steht, wird hoffentlich auch spielerisch
ansprechend. Nachdem das doch viel Kampf und oft auch viel Krampf war, was sie uns hier über 90, ja, ich muss schon fast sagen, über 100 Minuten gezeigt haben, wenn man das mal alles zusammenrechnet, diese ganzen Unterbrechungen. So, Michael Dietrich höre ich, hat auch einen Gesprächspartner. Michael Lusch, Ex-Dortmunder, jetzt in Kaiserslautern. Ein Spiel haben Sie auch die Krankenbahren zählen müssen? Ja, das ist richtig, ich habe selten so ein Spiel gesehen, wo so viele Fouls und Verletzungen zustande gekommen sind. Also ich habe also oft zählen müssen, wie oft die Barrieren hier vom Platz getragen wurden. Der Anfang vielleicht, die Szene mit Andi Möller und Cedarco Sforza. Wie haben Sie die Szene gesehen? Also hier von der Bank kann man es schlecht sehen, aber so wie es aussah, hat der Giri einen Schlag in die Rippen bekommen und er musste ins Krankenhaus gebracht werden. Ich weiß nicht, was da los ist. Sie als Kenner von beiden Mannschaften, was glauben Sie, was passiert jetzt in der Verlängerung? Ja, also wenn das Spiel so weitergeht, ist alles möglich. Aber wir haben natürlich jetzt den Ausgleich geschossen und ich hoffe, dass wir das Spiel in der Verlängerung gewinnen können. Vielen Dank, Michael Lusch. Ja, Michael Dietrich war das und Gerhard Delling vorhin. Die beiden werden natürlich dranbleiben und sicherlich nicht zum letzten Mal mit dem Mikrofon im Einsatz gewesen sein. Vielleicht steht uns ja auch noch ein Elfmeterschießen bevor. Wer weiß, wer weiß. So, die Seitenwahl ist vollzogen. Und da geht's wieder los. Uhren stellen. Ich hoffe, Sie haben sich mit kühlen Getränken eingedeckt. Denn jetzt gibt's noch mal mindestens 30 Minuten Halligalli hier auf dem Betze. Thomas Hengen beim Einwurf. Ein bisschen abgebaut, der junge Mann, mit zunehmender Spielzeit. Wen würde es wundern, wenn es anders wäre? Ist erst 19, ich habe es vorhin gesagt. Da geht es wieder weiter. Diesmal ist Stefan Reuter betroffen. Und da ja mittlerweile schon fast jeder hier gelb gesehen hat, ist jetzt höchste Vorsicht angebracht. Jetzt kriegen wir nachher noch nicht mehr genug Schützen zum möglichen Elfmeterschießen zusammen. Kadlec. Links ist Brehme, ganz frei. Aber man sieht ihn nicht. Schießt! Der flatterte. Beide Mannschaften fängt das Spiel praktisch wieder neu an. Auch für Wolfgang Funkel, den Sie gerade gesehen haben, kurz. Da haben wir noch mal Matthias Hammann. Wolfgang Funkel ist nämlich wieder hinten. Spielt wieder einen lupenreinen Libero. Reuter. Kommt zum Flanken. Schappi. Da ist der Superstürmer der Dortmunder. Möller, Knut Reinhardt, ah, der verschafft sich Raum, indem er die Hände zur Hilfe nimmt, macht auch schon einen abgekämpften Eindruck. Von Dirk Anders wird uns übermittelt, dass es da einen Verdacht auf, ja, im schlimmsten Falle sogar Bänderriss gibt. Karl-Heinz Riedle.
Tja, wenn das wirklich so wäre, anders, länger ausfiele, Kunz länger ausfällt, Sforza vielleicht pausieren muss. Dann wäre das, wie auch immer es am Ende ausgeht, ein schlimmer Abend für den 1. FC Kaiserslautern. Julio César beim Freistoß. Bremer hat Raum. Bälle kommen nicht von Andi Bremer. Schnellste Bundesligaspieler, Stefan Reuter. Chapuisat, Doppelpass, versucht. Und Sammer mit links. Kämpfen, Lautern, kämpfen kommt es aus. 35.000 Kehlen. Michael Zorc war das. Jetzt haben sie sich wieder an Stefan Chapuisat erinnert, der jetzt wieder mehrfach gesucht wurde in den letzten Minuten. Und da sehen Sie es, der Ball ist ihm wohl auf den Knöchel gesprungen und der dürfte doppelt so dick als normal sein. Olaf Marschall. Olaf, Olaf, rufen Sie hier, um ihn aufzubauen. Und er weiß, er muss weiterspielen. Möller sucht Sammer und Tor für Dortmund. Es ist unglaublich. Es ist unglaublich. Berti Vogts, ich denke, er ist dabei heute Abend bei uns im Ersten und wird diese Leistung gesehen haben. Und er wird möglicherweise der Matchwinner noch werden. Matthias Sammer. Durch die Beine von Axel Roos. Und da kommt auch Tachzahn zu spät. Die erneute Führung für Borussia Dortmund. Es ist unglaublich. 97. Minute. Scheint benommen zu sein, der Brasilianer. Ist noch kein Leichtgewicht, der Wolfgang Funkel. Was ist das für ein Pokalspiel? Was ist das für ein Fight? Thank you.
Kadlec. Und das 3:3. Ein Schuss wie ein Strich. Zwei Spieler fehlten den Dortmundern in dieser Situation. Einer, der nicht mehr kommen kann. Und Julio César, der jetzt erst wieder dabei ist. Und schon waren Löcher da hinten in der Abwehr. Aber ich denke mal, selbst wenn César dabei gewesen wäre, gegen diesen Schuss hier aus 20, 22 Meter Entfernung, da war nichts auszurichten. 3:3. Unglaublich. Unglaublich. Miroslav Kadlec. Freistoß für Dortmund. Reinhardt. Kuka gegen Sammer. Sammer gewinnt. Bodo Schmidt. Da nicht aufgepasst, der Möller. Ammann. Aber nicht gut, der Pass. Achtung, der fällt wieder. Schön gesehen von Kadlec. Ah, das ist effektiv, wenn sie über die Flügel kommen. Aber sie müssen natürlich fürchten, dass die Dortmunder diese tödlichen Konter ansetzen. Das ist das Fatale. Und 4:3 für Kaiserslautern. Olaf Marschall. Der Stefan Kloß ging schon auf Tauchstation und wollte den Ball begraben. Da taucht plötzlich von der Seite der Olaf Marschall auf. Und erzielt die Führung für Kaiserslautern. Und jetzt fällt ihm ein, dass ihm ja der Knöchel eigentlich wehtun muss. Da ist er. 102. Minute. Erstmals gehen die Roten Teufel am Betzenberg in Führung. Und so ein Tor muss man erstmal schießen. Flanke von Brehme. Und solche Tore kann nur Olaf Marschall schießen. In Dresden wird man das wissen. Der Stefan Kloß hat überhaupt nicht mit dem gerechnet. Der hat ihn gar nicht gesehen. Jetzt wird es natürlich ganz schwer für Dortmund, die das Letzte gegeben haben. Aber 10 gegen 11. Obwohl, wundern würde einen nichts mehr bei diesem Spiel. Das geht nicht mehr bei Marschall. Der schleppt sich nur noch so über den Rasen.
Matthias Sammer hatte recht, da war kein Foul im Spiel. Haben ein bisschen Buch geführt hier oben. Das ist der 20. Freistoß für den 1. FC Kaiserslautern in diesem Spiel. Da in diesem Augenblick die erste Hälfte der Verlängerung abläuft, Dirk Anders. Sitzt auf der Bank. Durchleidet dieses Spiel noch mit. Auf dessen Ausgang er maßgeblichen Anteil haben wird. Der Freistoß. Und die ersten 15 Minuten sind vorüber. 4:3 für den 1. FC Kaiserslautern. Noch eine Viertelstunde. Aber wenn ich das richtig interpretiert habe, was ich gerade gehört habe, dann werden wir jetzt etwas über den Gesundheitszustand von Ciriaco Sforza hören. Ciriaco Sforza, kein Mensch hat gesehen, was da passiert ist. Der Linienrichter nicht, der Schiedsrichter nicht. Als er sich rumdrehte, standen Andreas Möller und Talk zusammen. Was da passiert? Ich glaube, diese Frage will ich momentan nicht beantworten. Am besten soll das Andi Möller beantworten. Er weiß schon, was er gemacht hat. Aber wie gesagt, es ist vorbei. Zum Glück ist kein Rippenbruch. Es geht mir momentan sehr schlecht. Aber ich hoffe, dass in den nächsten Tagen wieder die Besserung kommt. Aber wie gesagt, zu diesem Fall sollen Sie lieber dann Andi Möller fragen. Die Dortmunder haben gesagt, Sie hätten es provoziert. Mit was soll ich es provoziert haben? Ich habe den Ball gehabt. Sollen gehakelt haben? Wo denn? Das müssen Sie da Andi Möller fragen, was er gemacht hat. Ganz einfach. Harald Dietz führte dieses Interview. Da ist er immer noch vergrätzt und böse, der Ciriaco Sforza. Bleibt es so, dann ist das wohl ein Pyrrhus-Sieg, so nennt man das wohl für den 1. FC Kaiserslautern. Nach all den Verletzungen und Blessuren. Aber ich möchte mich wirklich nicht festlegen, ob es so bleibt. Hier ist heute Abend alles möglich. Mittellinie steht jemand bereit, der schwere Tage hatte, schwere Wochen, schwere Monate. Und jetzt möglicherweise in der Schlussphase noch gebracht wird, da haben wir ihn. Karl-Heinz Riedle, der Allgäuer. Das war richtig. Kucker stand im Abseits. Da er nicht, Haber nicht, der hier reklamiert. Aber Pavel Kucker. Mindestens 2 Meter. Ja, Ottmar Hitzfeld kann sich wohl offenbar noch nicht so ganz entschließen. Aber im Grunde genommen bleibt ihm kaum eine Wahl, denn er muss jetzt alles auf eine Karte setzen.
Er muss einen Stürmer noch bringen. Und wer böte sich besser an als Karl-Heinz Riedle? Pavel Kuka bekommt da die 9. gelbe Karte in diesem Spiel. Nach dieser Attacke gegen Steffen Freund. Es war nur äußerst selten eine gutklassige Partie. Aber das konnte man auch nicht erwarten, nachdem es schon gleich zu Beginn hektisch losging. Sie erinnern sich, so nach 5-6 Minuten war schon Gift und Galle im Spiel. Jetzt ist er da. Karl-Heinz Riedle für Steffen Freund. Noch für Borussia Dortmund. Beide Mannschaften sind ja noch auf, wie es so schön heißt, allen drei Hochzeiten tätig. Meisterschaft, Pokal, Europapokal. Aber aus einem Wettbewerb muss sich eine Mannschaft heute Abend verabschieden. Was wir alle nicht mehr geglaubt hatten. Es ist zurzeit Borussia Dortmund. Kadlec. Einzelaktion. Schön gespielt von Marschall auf Breme. Axel Roos hat auch klasse gespielt, der Mann mit der 3 beim 1. FC Kaiserslautern. Man eigentlich allen ein Kompliment aussprechen muss. Bis auf die Tatsache, dass sich die meisten doch hier und da zu Nickeligkeiten haben hinreißen lassen. Aber was die für ein Pensum abgespult haben da unten, das war schon allererste Sahne. Kann auch schon wieder lachen, der Friedel. Und da sieht es ein bisschen anders aus. Reuter. Jetzt haben sie ganz viel Platz. Marschall. Und Haber. Haber. Den hätten sie schon viel früher anspielen müssen. Noch vor Marschall. Sie sehen, es hat ihn nicht richtig getroffen. Drückt den Ball nach unten. Flanke von Stefan Reuter. Gut aufgepasst, Gerald Ehrmann.
Keiner macht sie mehr an. Die Fans in der Westkurve hinter ihm stehend. Hamann mit gutem Stellungsspiel. Seine Spieler werden ihn jetzt nicht mehr hören, denn hier tobt der Bär wieder. Da muss nochmal wiederholt werden, dieser Freistoß. Albrecht nimmt es da ganz genau. Und es hat den Anschein, als wenn auch die Kräfte von Matthias Sammer ein bisschen erlahmen. Das wundert natürlich keinen. Ist hier die weitesten Wege gegangen. Aber rechts. Hängen Sie den nicht. Doch, jetzt kommt der Ball. Das ist die Entscheidung. Das ist die Entscheidung am Betzenberg. Pavel Kuka. Sechs Minuten vor Schluss. Das war auch endlich mal ein gelungener Spielzug, den sie da vorgetragen haben. Das war Kombinationsspiel. Und da haben sie es einfach gehabt gegen die in Auflösung begriffene Dortmunder Hintermannschaft. 5:3 für den ersten FC Kaiserslautern. Und wenn ich mich daran erinnere, dass vor ein paar Minuten Borussia Dortmund noch mit 3:2 führte durch das Tor von Matthias Sammer. Hier haben wir es nochmal. Da braucht er nur den Fuß hinhalten, der Pavel Kuka. Dann sieht man, wie schnell sich die Szene doch ändert. Aber gerade in der Verlängerung kommt natürlich zum Tragen, dass die Lauterer hier einen Mann mehr auf dem Feld haben. Schon lange nicht mehr ein solches Fußballspiel gesehen, liebe Zuschauer. Da war alles dran, alles drin. Aber so eine Paarung, am Betzenberg noch dazu, kann man fast schon eine Garantieerklärung abgeben. Es geht kaum mehr auf die Anzeigentafel. All die Torschützen. Ich bin ganz sicher, da wird noch lange, lange bis in die Nacht hinein gefeiert werden hier. Und von dem Spiel wird man noch sehr, sehr lange sprechen. Nicht nur in Kaiserslautern und nicht nur in Dortmund. Thomas Hengen. Jetzt können sie spielen nach Belieben. Der BVB weiß, dass die Sache gegessen ist. Haber nochmal. Und Baschall. Es gibt ja Leute, die haben gesagt, was wollen wir mit Olaf Marschall am Betzenberg? Wir haben Kuka, wir haben Kunz. Aber er hat heute, obwohl er angeschlagen war, bewiesen, dass er ein großartiger Fußballer ist. Und Stefan Kunz steht ja nun einige Wochen nicht zur Verfügung. Auch Kuka hat viel gearbeitet.
nie aufgegeben. 100 Minuten lang war er abgemeldet. Dann hat er sich ein bisschen freigeschwommen und eben die Entscheidung herbeigeführt. Tolle Leistung auch im Mittelfeld beim 1. FC Kaiserslautern, die lange zwar gebraucht haben, schauen wir uns diese Szene noch an hier, die lange gebraucht haben, um den Ausfall von Sforza zu kompensieren. Sie wollten zunächst mit Hängen und mit Anders das Loch dicht machen, dann kam Hamann noch dazu. Hinten war Roos eine Bank, bis zu dem Zeitpunkt, wo er nach vorne ging, auch der lange Wolfgang Funkel. Cutledge unermüdlich rackernd. Hier haben wir wieder Kuka. Haber, jetzt muss er es machen. Das ist das halbe Dutzend. Klasse Tat von Stefan Kloß, an dem es nicht gelegen hat. Tja, an wem hat es überhaupt gelegen bei Borussia Dortmund? Mir fällt kein Schuldiger ein. Thomas Frank vielleicht, der durch seine Unbeherrschtheit das Team dezimierte. Ansonsten haben sie klasse und haben sie aufopferungsvoll gekämpft, gespielt. Allen voran Matthias Sammer. Also sie können hoch erhobenen Hauptes hier den Betze verlassen. Und das ist das halbe Dutzend. Martin Wagner setzt noch einen drauf. Aber der Gegner liegt schon am Boden. 6:3 für den 1. FC Kaiserslautern. Was ist der durch Gefühlsbäder gegangen heute Abend, der Friedel Rausch? Nochmal das Tor. Da steht er völlig frei. Da kann er sich das aussuchen. Kann dann der Stefan Kloß schon leid tun. Hat er keine Chance. Ja, Sammer überragend bei Dortmund. Auch César hat glänzend gespielt. Seine Manndeckeraufgabe gut gelöst. Später wechselte er ja für Sammer in die Libero-Position. Chapuisat untergegangen nach seinem Tor. Schade, dass Paulsen raus musste. Im Mittelfeld vielleicht phasenweise ein bisschen zu wenig. Michael Zorc sicher hinter seinen Möglichkeiten. Und gut, Karl-Heinz Riedle konnte auch nichts mehr bewirken. Jetzt ist Schluss hier auf dem Betzenberg in Kaiserslautern. Und Sie waren Zeuge eines großartigen Fußballspiels, liebe Zuschauer in der ARD. Das, wie gesagt, leider darunter litt, dass einige hier und da mal die Nerven verloren haben. Ansonsten war es ein Pokalfight par excellence. Und der 1. FC Kaiserslautern steht in der dritten Runde des DFB-Vereinspokals, schlägt also Borussia Dortmund mit 6:3. Schauen Sie sich die Bilder hier an, wie sie sich freuen. Und sie werden gleich mit gespitzten Ohren in der Kabine sitzen, wenn sie hören, gegen wen sie denn spielen müssen in dieser dritten Runde. Und da kann ich Sie nur bitten, liebe Zuschauer, bei uns in der ARD dabei zu bleiben. Denn Sie bekommen noch geliefert, wie das Achtelfinale ausschauen wird im DFB-Vereinspokal. Das sind Sie den Fans jetzt schuldig. Den Gang, den Weg in die Westkurve, zur Westtribüne. Ein Fahnenmeer in Rot und Weiß. Und die Dortmunder sind leider schon verschwunden. Ehrenrunde des 1. FC Kaiserslautern. Axel Roos. Große Partie, ich habe es gesagt, hat er gespielt. Und ich höre, wir haben Interviewpartner.